und willkommen bei Bahnhofs Reisen. Hier sind Thomas Bahnhof und Nathalie Bahnhof. Ja, wir befinden uns gerade auf knapp 10.000 Fuß Höhe, mitten in Bhutan, in einer wunderbaren Hütte, und es gibt leckere Sachen zu essen und zu trinken, zum Beispiel sowas hier. Das ist Buttertee, salziger Buttertee, und ich probiere den jetzt mal. Ich habe noch nicht probiert, es soll angeblich richtig gut schmecken. Na gut, es schmeckt vor allem salzig und ein bisschen franzig. In Bhutan wird vor allem viel Chili gegessen. Und wenn wir hier mal reingucken, ein bisschen Essen zu sehen, sehen wir hier vor allem Fisch. Im Moment gibt es kein Geflügel in Bhutan, weil es die Geflügelgrippe gibt und man da etwas zurückhaltend ist und das meistens sowieso aus Indien kommt. Und was isst du da gerade? Mit einem roten Reis, Bratkartoffeln, es gibt nämlich in Bhutan eine ganz tolle Kartoffelzucht, und ein Fladenbrot. Okay. Also Bratkartoffeln, ganz berühmte Kartoffeln hier, Chilis müssen immer sein. Oh. Okay. Und roter Reis. So, das ist das Erste. Erstmal das Kulinarische ist immer das Wichtigste in einem Land. Und dann schauen wir mal weiter. Wir sind heute im Zong von Punaka in Bhutan und haben uns also diese gigantische Anlage eben angeschaut. Der Zong verbindet sozusagen die weltliche mit der religiösen Macht. Das heißt, ein Teil des Zongs ist den Ministern gewidmet. Hinter dir ist ein Tisch. Das Gericht ist zum Beispiel hier ansässig und die Zentralverwaltung von dem Distrikt Punaka. Der andere Teil ist also dem religiösen Oberhaupt vorbehalten. Außerdem ist der Zong von Punaka gleichzeitig auch der Wintersitz der des Hauptmönchs, des Mönchsministers hier von Bhutan. Der kommt also jeden Winter hierher, weil das Klima hier so angenehm ist und es wird nicht so kalt. Und wir waren eben in dem Tempel, der ist gigantisch. Man darf drinnen nicht fotografieren und filmen. Das hat den einfachen Grund, es wurde einfach zu viel gestohlen hier. Und deswegen möchte man nicht mal, dass also die Bilder innen gemacht werden, damit eben das vermieden wird, dass man sich aus dem Katalog sozusagen bestellen kann, was man geklaut haben möchte hier aus Bhutan. Es ist eine sehr beeindruckende Anlage mit sehr, sehr dicken Wänden. Es war so früher auch ein Fort. Zur Verteidigung hat es dann auch gedient. Und ja, es ist sehr beeindruckend, hier durchzugehen.